Ja, moin, willkommen zurück. Wir spielen diesmal nicht Macho to Monster, sondern Splitsville auf der Single Defense. Was tut Splitsville? Jedes Teil, was wir aufdecken, splittet sich. Das heißt, oh, ich liebe diesen Start. Pass auf, hier direkt gesplittet. Und das geht so weiter. So, jetzt wollen wir schon mal unsere erste Tower mitnehmen. Ja. Tatsächlich, das Frost Cape. Verdammt nice. Verdammt nice. Das Nice ist auch an Splitsville. Dadurch, dass der Shit sich öfter splittet, haben wir deutlich öfter solche Mitteldinger, wo wir gut irgendwelche Area of Effect Tower setzen können. So. Mehr Crit. Simple as that. Die schießen links hier vielleicht noch mit drauf? Nee. Okay. Okay, dann nicht, dann nicht. Wisst ihr was? Dann nicht. So. Monument ist ja der neue Tower, aber. Na, was heißt aber? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist aber aktuell, es ist viel zu teuer. Aktuell nicht relevant für uns. Wir gehen hier auf Stufe 5. Weil das kostet wirklich nichts. Auf Base Damage. So, weil ihr seht, die One-Shotten jetzt alles. Nice, we like it. Ja, außer die fetten Viecher, aber hey. Damit können wir besser was anfangen. So. Mehr Banditry, mehr Geld. Ja. Hört sich gut an. Ich gehe hier hinten weiter. In der Hoffnung. Na, jetzt haben wir schon mal, jetzt haben wir schon die erste Armor drin. In der Hoffnung, hier etwas, hier schon mal ein Ende irgendwo zu finden. So, Flamethrower. Ja. Kein Ding. Ich möchte hier meine Target Priority auf Most Armor haben. Das heißt, von hier habe ich da muss ich keine Angst mehr haben vor Armor. Also noch, also aktuell nicht mehr. Ja. Hier ja allerdings ein bisschen schon noch. Ne, die werden zwar geslowed, aber ist noch nicht perfekt. Ist noch nicht perfekt. Gebe ich zu. Mehr Banditry. Oder mehr Burn. Mehr Burn. Mehr Burn. Zack, zack, weil die hier schießen. Ja, sag mal. Nicht das hat. Die schießen nämlich hier noch mit rein. Das heißt. Ich gebe denen einen Armor Multiplier. Sag. Most Armor. Copy und paste den Shit hier ruf. Und gehe hier weiter. Weil hier treffen wir auch noch rein. Das heißt, Armor können wir schon mindestens anficken. Mindest anficken. Von allem, was so hier rumkommt. Hier halt nicht, aber hey. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, weil ich will auch ein bisschen Geld übrig haben. Nicht, weil ich Zinsen bekomme in dem Game durch Geld, sondern ich muss es schon nicht ausgeben. Zinsen bekomme ich von meinen Häusern hier übrigens. Mehr Burn. Nee, Ballista Upgrade. Und wir fahren hier weiter. Ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir hier eine extrem lange Strecke. Wir müssen uns gleich auch um Mana kümmern. Das heißt aber, dass hier durchaus noch ein Armor Shredder Boy interessant wird. Weil viel einfach von hier hinten kommt. Nö. Ne? Die hier geben mir übrigens, die Häuser geben mir Interest. Mehr Damage für Armor. Na, die geben mir 18. Je nachdem, wie viel hier drin steht. Die hier geben mir halt nichts, weil hier nichts neben steht. Die geben mir 9. Alles fein. So, jetzt haben wir hier die gleiche Situation wie da hinten. Das heißt, auch hier
E. E. Na gut, ein zu viel. Who cares? Ne, das hat den Vorteil, dass ich natürlich hier ordentlich Gold einfahre. Also extra Gold pro Runde und gleichzeitig mich effektiv verteidigen kann. Weil normalerweise, wenn nicht irgendwie groß irgendwas um mein Fort rum ist, kann ich mich gar nicht so krass damit verteidigen. Mehr Burn wäre nice. Aber wir haben keinen Mana für, um die Burns aufrechtzuerhalten. Deswegen kaufe ich mir Mana. Was auch nicht reichen wird. Ihr seht hier, die gehen mal ab und zu mal an, mal aus. Aber hey, die Burnen ja. Nicht wirklich, die Burnrate ist so hoch, die Burner gehen instant wieder aus. Knapp Giss. Ja, Mana ist ein kleines Problem. Jetzt haben wir aber den Vorteil, wir haben das Mana-Upgrade jetzt gezogen. Und wir kriegen jetzt so ein bisschen Mana. So ein bisschen. Wollen wir gleich die Runde starten. Ja, das ist alles Scheiße, was ich hier habe. Mehr. I guess, ich nehme den Mana-Sprayer. Den Mana-Turm. Mit. Für die Zukunft. Aber noch bin ich kein Fan davon. Noch bin ich aber ein großer Fan von Ballisten. Aus dem einfachen Grund, weil die mir immer noch gut Damage und Gold bringen. Ne, und ich die hier sehr gut stacken kann, mit Upgrades versorgen kann. Die Upgrades werden verdammt teuer auch langsam. Boah, hier, der Armor Damage ist actually gut von denen, wenn sie auf Armor getrimmt sind ein bisschen. Ne, das ist halt ein Problem, obwohl der Damage ist eigentlich fein. Das wird jetzt nur ein Problem, wenn die da raus spawnen. Die müssen vorher spawnen. Die müssen vorher spawnen einfach. Aber auch immer noch, Mana is a problem. Mana is a problem. So. Der schimmelt hier halt jetzt. Who cares? Nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Bin ich ehrlich? Arbeit funktioniert. Gucken wir mal hier. Ja, gut. Das also jetzt. Unsere Mana-Probleme sind fürs Erste geklärt. Hier ist es nice, weil der kann vorher die Dinger. Also er kann schon früh die Dinger jetzt abschießen. So, und die Burn Rate. Ist nicht gut. Sind wir ehrlich. Ist nicht gut. Die Burn Rate ist nicht gut. Aber die Dinger gehen da schon kaputt. Das ist 100-mal besser. 100-mal besser. Ja, ich. Mir fehlen noch die krassen Updates. Mir fehlen noch die krassen Upgrades. Ich bin ehrlich mit euch. Bleed Damage. Sure, why not? So, hier ist fein, hier. Glaube ich, gönne mir hier mal ein Monument. Hat einen guten Damage. Spawn Schwerter, die halt immer wieder da reinhauen. Ne, aber die müssen halt auf einem Ziel draufbleiben. Das heißt, vielleicht gönne ich mir das R hier hinten. Also von wegen, hier spawnt ein Gegner und er hackt einfach rauf. Er hackt und hackt und hackt und hackt.
So, wir sollten gleich auch langsam die ersten Schildboys haben, aber hey. Mana Siphon, nice. Wollen wir ihn? Nein. Mehr Damage. Wenn sie burn, ist besser. Ja, noch kein Schild. Noch kein Schild. Was bist du? Warum hast du so viel fucking HP? Ja, definitiv nicht. Also du solltest definitiv nicht auf Progress gehen, sondern Most Health, Most Armor und Most Shield. Weil jetzt, der ist lange außer Range raus, aber guckt es euch an. Er haut einfach drauf, bis es vorbei ist. Das ist schon lustig. Da müssen wir auch mal ehrlich sein, das ist schon lustig. Ich würde hier gerne mal irgendwann irgendwelche Enten haben, um ehrlich zu sein, weil meine Verteidigung ist hauptsächlich hier drum geklustert. Was noch fein ist, aber nicht lange halten wird. Nicht lange. Wo sind denn die... Die guten Upgrades. Dass die Burnrate höher ist. Dass sie mehr Damage pro Tick kriegen. Da ist der Ogre Boy. Das heißt, das Ding spawnt hoffentlich auf dem Ogre gleich. Im Zweifel. Habe ich hier eine High Health Ballista. Ja, guck mal, nice. Nice, nice, nice. Da ist viel drauf gespawnt. Und der hat einen langen Weg. Guck mal, wie die reinschallert. Zack. Zack, die macht kann schon. Also, die macht Damage, der sich sehen lässt. Also für Gegner, also für Bosse ist das ja nice. Aber der verschwindet auch irgendwann die Schwerter wieder, ne? Ja. Die sind, die bleiben nicht für immer da, aber ist eine lustige Sache. Ist eine lustige Sache. Der bleedet auch, also auch bleed. Bleed Damage hier. Ja? Egal wie viel Bleed ich stacke, das sind immer nur 25 pro Sekunde. Das ist zu wenig. Gönnt die Balliste sich mal ein Level up? Ich vertraue den hier, ne? Also die sind ja wirklich gut, die Dinger. Ne? Aber der Burner Bleed Damage. Ich brauche die Karten, die den Tick höher machen. Es ist einfach. Also, sonst komme ich hier nicht weit. Sonst können wir den Shit hier uns abschminken. Ja! Das meine ich doch. Burn Rate. Anstatt 30 mache ich jetzt 80. Wenn die einmal angezündet sind. Ballistas machen extra Damage und noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Alter, warum? Damage to Shields. Ich hab den Poison Spray. Das ist fein. Mehr Burn. Muss es doch aber auch irgendwann mal ein Ende geben. So, jetzt kommen die Shield Boys. Jetzt kriegen wir Probleme. Auch hier kriegen wir massiv Probleme, den muss ich erweitern. Most Shield. Ist auch ein nettes Upgrade. Komm, den einfressen wir, ja? So, der hier hat. Warum hat der keinen Schildmultiplier? So. Auf 15 hoch das Ding. 15er Crit-Chance. Sweet. Und wo wir schon dabei sind. Most Shield. Und dann hielten wir den auch hoch auf mindestens 15.
E. Ach nee, E. Aber auch hier auf Shield Damage. Viel Geld. Aber Ballistas sind free, also der Schuss. Ja, und ich nehme den Mana-Siphon mit. Und increase mein Mana. Weil es wird Zeit werden, dass wir Mana-Probleme kriegen. Wird die Range auch höher mit? Nee. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn die Range höher wird, aber das ist eine extra Karte, die ich brauche. Greg, what the fuck? Poison den bitte. Gut, reicht. Ich habe halt das Upgrade-Geld verschwendet damit, aber... Warum kommt denn Greg auf einmal um die Ecke? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber hey, alles andere ist fein. Die kann hier hinten schimmeln. Guck mal, das ist so nice. Guck mal, die extra Burnrate. Das ist doch... Warum habe ich das so lange nicht bekommen? Gut, der Schild da hinten. Dann kann ich die Chest aufmachen. Ja, mehr Geld. I guess. Krieg zwar plus 2 ne? Damage jetzt, aber... Ja, der Schild-Damage juckt mich eigentlich. Also alles, was von hier kommt, das ist am Ende, ist das hier der Choke-Point für alles, was von hier kommt. Egal, was ich hier anbaue. Theoretisch nice, aber nee. Mehr Flaming Bolts. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz analysieren. Gibt's irgendwo Probleme? Hier. Die kommen hier nicht wirklich an einem Feuerboy vorbei, ne? Ja, und das macht aktuell da actually Probleme. Nice! Hier kommt extrem viel Health-Shit durch. Ja, kommt eigentlich nicht durch. Das heißt... Ach, das war Schild. Mehr Armor. Ja. Den habe ich... Shit, der hier spawnt, habe ich so ein bisschen dann im Griff wieder. Die Frage, ob ich den wirklich brauche dann noch, aber... Hey. So be it. So, allerdings... Da bin ich ehrlich mit euch. Kommt ihr hin? Noch nicht so viel an. Was heißt, beziehungsweise hier, ich will einfach dafür sorgen, dass sie zumindest irgendwie Debuffs drauf haben. Hier durch den Poison Stray, hier zumindest vom Feuerding. Zumindest ein bisschen. Mehr Poison Damage. Siehst du, das ist doch was Nices. Take it. Und ich mache hier hinten weiter. Die haben viel Schild. Die haben verdammt viel Schild. William! Was macht William hier? Sterben. Was macht William? Ich wollte schon sagen, also unsere MVP sind hier Ballisten. Aber doch, geht auch, wenn man so rum sagt. Unsere Ballisten sind hier definitiv MVPs. Definitiv. Aber praktisch will ich, glaube ich, lieber hier den Poison Sprayer haben. Und hier einen dedizierten. Hinten noch mit relativ viel HP an. Die können sie auf Most Shield durchaus drücken.
Vom einen noch. Mindestens Level 5. Warum stirbt er da hinten? Warum stirbt er denn nicht? Dass ich hier zumindest die Schilde mal so ein bisschen angreifen kann. So. Wenn wir Geld brauchen, shoppen wir ein paar Tree Stone. Mehr Poison Damage. Mehr Poison Damage. Wo ist die Truhe eigentlich? Hat er nicht eine Truhe gefallen gelassen? Habe ich die aufgehoben? Ist die despawned? Bin ich verwirrt? Wahrscheinlich alles. Na gut, die haben jetzt Armor, aber das Ding schreddert ja, was Armor angeht. Also von daher ist das fein. Nicht gut, nicht gut. Das sagt mir ja aber, ich brauche hier mehr Armor Damage. Mehr Armor Damage, 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 mehr Armor Damage. So. Das ist auch den Base Damage erhöht, was am Ende auch wieder den Health Damage erhöht. Ja, ich verstehe das. Überlisten hier, ja, gut. Bisschen mehr Helf. Mehr Damage auf Schilde? Oder mehr Damage auf Helf? Nee. Die machen lieber mehr Schild-Damage. Ich meine, ich mache viel Damage. Aber es tut natürlich auch weh. Ja, aber guck mal, die meisten Sticks, die sie hier haben, sind dann also gut. Ich brauch die höhere Poison Rate. Definitiv. Ja, also Fire Stack zwar. Ja, aber jetzt auch nicht ins Unendliche. Also nicht so krass wie Poison. Weil Fire halt abgebaut wird. Obwohl Stack auch ganz gut. Steckt alles ganz gut. Machen wir uns nichts vor. Mein Mana steckt sich ins Negative gerade. Emergency Mana activated. Emergency Mana noch nicht genug. Okay. Besser. Schon deutlich besser. Deutlich besser. Poison, ja. I like it. We like to see it. So, ich finde, hier so ein Frostkeep ist schlau. Ich finde, hier ein Frostkeep ist auch schlau. Mein Essen ist fertig. Finde ich irgendwo sonst noch einen Frostkeep schlau? Wahrscheinlich. Hier ist kein Poison, ne? Kommen die aber. Die kommen aber auch nicht wirklich weit. Ach, egal. Poison. Poison Sprayer. Ja, die Schilde können durchaus schon mal verrecken. Alles, was wir, ich sag mal, weit weg von zu Hause angreifen können, ist gut. So, ich habe eine 30%ige Chance. Also, ich habe durchaus Chancen, hier zu reparieren, aber er repariert irgendwie nicht. Fucking nice. Fucking nice. Mehr Poison. So, irgendwo ein Boss? Nein. Guck mal, jetzt spawntierte. Kriegen ordentlich Damage.
Mr. Irgendwas. Mit einer verkackten Kiste. Ja. Aber ich glaube, ich hätte die Mana wegnehmen sollen. Mein Mana-Verbrauch ist sehr hoch gerade und ich habe nicht das Mana-Building genommen. Rookie-Mistake. Ich verbrauche sehr viel Mana. Ich verbrauche extrem viel Mana. Holy hell. So, da das gut ausgeht, hole ich mal kurz mein Essen aus dem Ofen. Aber ich brauche unbedingt mehr HP. Ich muss das hier absichern. So, weil bei mir gibt es... Ich bin übrigens wieder da. Mehr Damage. Bei mir gibt es Nudelschinkenauflauf. Ja, Frostkeep hier hin. Durchaus. Nee, Armor Damage brauche ich nicht. So. Braucht das Gold. Ich weiß, ihr seid Late Game, werdet ihr immer besser. Aber ich brauche jetzt euer verkacktes Gold. Weil wir dürfen jetzt nicht, also wir dürfen nichts mehr passiert haben hier. Das heißt, ich baue auch extra Frostkeeps noch hier hin. Auch wenn da sehr viel meines Geldes jetzt reingeht. So, dann habe ich einfach mehr Zeit zum Reagieren. Monument, ich weiß es nicht, Das hier hinten ist kein Problem, hier ist immer das Problem. Oh, das wird so krass auf meinen Mana gehen, ne? Deswegen gönne ich mir lieber noch mal ein paar normale Solid Defenses hier. Keine Türme mehr, keine Dinger mehr. Aber ich muss ja, aber man muss auch sagen, also mein Nudelschinken-Gratin-Auflauf, whatever, ist aber auch, der Käse ist da so krass kurz vor Schwarz, also das ist perfekt, da hätte man es nicht hinkriegen können. Wirklich, jede Millisekunde länger da drin, dead. Hey, sieht stable aus, es scheint so, als wenn das funktioniert. Jetzt ist mein Mana leer, jetzt können es Probleme machen. Aber was sehe ich hier hinten? Mehr Mana-Siphons. Mana-Siphon ist gut. Mana-Siphon ist wichtig. Und Ballisten halt wichtig, weil die sind einfach der Backbone von meiner Verteidigung aktuell. Dadurch, dass sie halt einfach Damage machen, so. Conductive Snow ist nice. Das ist nice. Makes him suffer. Ja, Max Bleed, Poison, alles. Das habe ich auch alles. Nice. Bauen wir hier hinten mal aus, ne? Da, wenn ich jetzt eine Mine hätte, ne? Da könnte ich ja richtig reinlunzen. Emo-Trap. Achso, weil Emo-Trap. Ja, die Flamme-Floor. Die saugen sich da aber auch durch, ne? Das ist so nice. Aber, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. I'm lost. I'm fucking lost. Aber Emo-Trap. Den werde ich doch noch umbringen können, oder? Hätte ich ihn umgebracht. Ja, hätte ich. Oh, cool. Kann einfach weitermachen, wenn ich das Ding ausblende. Lol. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier überhaupt gemacht? Total per Level? Wiss Level? Nein, Total. Oder Wiss Level? Wiss Level. Das ist erstmal... Ballista? Definitiv. Definitiv. Damage pro Gold technisch? Nice. Flamethrower? Der hat nicht... Also... Armor technisch? Nice, aber da hätte wahrscheinlich auch die Ballista gereicht. Total Damage ist hier on par. Poison Sprayer für Schilde?
I don't think so. Also ja, aber... Damage over time, definitiv Armor am meisten. Ja, mal gucken. Wir haben aber 300 XP. Das heißt, fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Haben wir Upgrades. Da gibt es sowas hier. Vampirismus. Uses mana to damage enemies in a large area who dare to approach such a lair. Wir probieren es mal aus. Und wir haben auch noch mehr Repair, mehr Hitpoints. Hört sich gut an. Und irgendwie noch ein random Upgrade. Da. Da. Na, es ist nicht gut, alle Upgrades zu haben, weil sich das natürlich stackt und man halt alle möglichen Upgrades bekommt und nicht unbedingt die, die man will. Also im besten Fall nimmt man nicht nur die, die man will, aber hey. Na, die letzten Upgrades hier sind natürlich immer sehr nice, weil es permanent Upgrades sind. Aber hey, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Beim nächsten Mal gucken wir uns mal vielleicht Splitsville und Monster-Dingsbums an. Haut da rein. Bye.